Ahoi Seematrosin und es geht weiter. Wir sind auf dem Weg zu der Zinnoberinsel. Dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben, auf jeden Fall. Und zwar surfen wir right. Ah, guck mal, da ist noch einer. Lass mal gegen den kämpfen. Oh je, wenn die mit Capo da ankommen, dann heul ich. Na, das ist ein Trainercoach, ne? Lass erstmal den Dackel hier besiegen. Was? Angler Ahmed! Olle, Freunde, endlich hat es einer geschafft. Olle, endlich ist einer international gegangen in einem Videospiel. Ahmed, wie kann ich dich jetzt besiegen? Ahmedo, wie, mein Freund? Wie? Sorry, muss aber sein, raus mit dir. Zur Seite, Junge. Du hast es da geschafft, aber ich bin der Champ. Vergleich aber schnell jetzt, bitte. Ahmedo, einfach ein Angler. GG. Wie witzig. Manchmal die Trainer oder die Gegner echt. Oh, Garados. Echt komisch, was nicht komische, sondern spezielle Namen. Aber ich finde das cool, dass du international gehalten hast. Das finde ich mal. Also, Props dafür auf jeden Fall. Gefällt mir. Einfach Ahmed. Wie geil, keiner weiß. Komm, wie groß Garados aber ist. Garados sieht so geil aus. Vor allem shiny Garados. Als man shiny Garados aber damals bekommen hat im See des Zorns. War ja leider aber auch ein Experiment, ne, von Team Rocket. Ja, ja. Naja. Bisa, Level 51, nice. Sehr so. Ahmedo, was geht? So witzig. So geil. So geil einfach. Und du da? Hey, du da, bist du zu? Coachen, ja, ja. Ich coach dich. Immer diese Coaches, ey. Ohne Spaß. Ah. Glaub ich nicht. Wer da? Kommst du mal her, BD. Oh, Marshock, okay, interessant. Dieser Flow. Ups. Level 44, ja, okay. So, mein Hinkel hier, oder? Was sagt ihr? So, mein Hinkel. Yes. Wollt er es überlebt? Ice Heap, wir bekommen von dir Ice Heap. Geil. Nur her damit. Asanama kann schon Ice Heap. Ich dachte gerade, hat Dix hat es gemerkt. Ich dachte, warte mal, Ice Heap, das Ice Heap kann. Ich hab doch ein Eis-Pokémon. Aber Asanama kann schon Ice Heap. GG. Props an Asanama. Es sei denn, wir auf einmal bekommen irgendwas anderes. Das wäre so witzig. Legit. Aber irgendwas anderes. So denken, okay, alles klar, das ist doch nicht Ice Heap. Wer kommt denn jetzt rein? Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Rosana. Oh, ja, okay, die hat auch Ice am Start, sicherlich. Ich habe einfach nicht aufgepasst. GG. GG. Habe ich Megasorge wieder gemacht? Ja, tatsächlich. Ich wollte eigentlich Blätterpanz machen. Wir haben noch einen Megasorge und wir sind aber noch auf hoher See. Dies könnte aber auch nach hinten losgehen, mein Freund. Kangama, nice, wir bleiben drin. Kangama, wir haben noch gar kein Kangama. Entdeckt oder gefangen. Kann man Kangama überfangen? Kann man jetzt oder muss man übertragen? Oh, Ice Heap. Ja, ja, wir kommen. Wir sollten eigentlich Ice Heap bekommen. Let's go, Blizzard Floor. Nice. Kangama sieht cool aus für mich. Mega Kangama, auch geil. Heftig, einfach krass, lol. Ja, sag ich doch. Ich hab dich belehrt. Ice Heap, nice! Sehr schön. Das ist so ein. Dankeschön, ciao. Pika Pikachu. Kopudo, Kopudo. Oh, lol, der hat's verlaufen, was macht der? Da oben waren wir, ja, da waren die beiden. Du da, du Glatzkopf, du. Hast verlaufen oder was? Ja, Leute, wie ich trainiere manchmal hier und hast ein Level-Problem, ja, wie ich, du Glatzschädel, du. Komm her, Junge. Matze, olle, Raufbot Matze, komm mit sie. Ratika. Da muss schon was krasseres auspacken, mein Freund, als ein Ratikalo Rino. Das sag ich dir. Sag ich!
Oh, Tiefschlag, okay. Sorry. Aber da ist die Tür. Da ist legitimately the door. Hold the door. Oh, nö. Ah, verskalieren, keiner weiß. Oh, nix. Egal, das macht nichts, dass sie verwirrt sind. Dies macht gar nichts. Ah, ein Schwimmer, olle! Komm nur ran, Junge! Geil. Ich hab dich total vergessen, die Schwimmer. Ich fand immer so witzig. Guck mal. Olle! Keiner weiß, was macht der Pedro. Ich glaube, wir sollten demnächst mal wieder auswechseln. Oder beziehungsweise Pikachu kämpfen lassen. Aber mit Pikachu geht's angenehmer auf jeden Fall. Schau mal. Entoron, wie geil. Oh, ich finde Entoron so cool einfach. Entoron ist einfach cool. Ich finde Entoron sollte eine Mega-Entwicklung bekommen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber Wasser-Psycho-Mega-Entwicklung. Oder Wasserdrache würde auch passen. Wasserdrache wäre auch geil. Mir fällt gerade Milotic ein. Milotic finde ich auch ein sehr, sehr schönes Pokémon. Auch ein geiles, gutes Wasser-Pokémon auf jeden Fall. So, jetzt wechseln wir aber. Wir sind verwirrt und Pikachu soll das mal, übernehmen jetzt. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher hier auf dem Wasser. Wie es sich freut, schaut mal. Alle. Ich hab Pritzel dort, wo. Warum so scary? Pedro, lol. Du hast was an der Nase. Sache ist die, muss auch immer darauf achten, wenn da Pokémon auftauchen, ne? Überlegt mal, ihr verpasst einen Shiny. Weil ihr gerade einfach pennt so. Das Kap. Lol, Kapo ist so witzig, guck mal bitte. Da ist noch einer. Gegen den kämpfen wir auch. Erzählen was. Ja, okay. Kämpf mal gegen den. Wer bist du? Pietro oder was? Leopold, lol. Okay. Oh, Europe. Seeschauminsel. Im letzten Part habe ich gefragt, wie hieß denn das, wo Arcus ist? Zinnoberinsel? Aber jetzt, als ich Europe gesehen habe, ist mir Seeschauminsel eingefallen. Seit Seeschauminsel, da ist Arcus. Donnerblitz, let's go. Bläh. Warum? Hol mir einen Seemon. Seedraking fand ich auch unbequem. Aber die Fotoskizzen für Seedraking, die waren ein bisschen anders. Da war Seedraking mehr wie ein Drache, so drachenähnlicher. Jetzt ist halt wirklich ein Seepferd. Ein bisschen majestätisch, so ein Drachen-like, aber. Ja. Wenn mich alles täuscht, dann glaube ich, waren so die Prototypen, also die Zeichnungen. Hatte Seetreffen, glaube ich, sogar zwei Klauen. Kann mich aber auch irren. Ich meine, ich habe das irgendwo mal gesehen. Die beiden waren schon, ne? Ja. Oh, das geht mehr auf. Findest einen Wasserschein, olle. Stärkungstasche. Hallo. Leiste mir Gesellschaft, bis du etwas anbeißt. Bitte. Wilhelm, was geht ab?
Oh. Come on, let's go. Warum? Wieso haben die das so gemacht? Jetzt mal im Ernst, dass ihr jedes Mal nach hinten schaut. Aber jedes Mal, wirklich jedes Mal. Stami, nice. Ich finde Sterndus Design und Starmis Design haben schon was, finde ich, um ehrlich zu sein. Ich meine, man muss mal auf sowas kommen, ne? Ich meine, klar, es ist ein Seestern quasi, aber ich finde, das sieht übertrieben cool aus als ein Seestern. Es ist einfach nicht so ein Seestern, sondern die haben sich schon was Geiles bei gedacht. Bei den zwei. Da ist noch einer oben. Ich da irgendwas. Oh, Matrose. Kapodo. Kann ich von hier aus kämpfen? Ja, geil. Umso angenehmer für mich. Anselm, Molle. Es sei denn, da ist irgendwas. Also ein verstecktes Item. Schauen wir uns gleich an. Aber zuerst haben wir erstmal hier Rasa. Oh, raus mit dir, Pikachu, richtig reingeschmissen. Oh, er hat's überlebt. Kehrtwende, raus mit dir. Raus mit dir. Marschu. Marschu. Raschrasaf wieder. Haben wir echt mal einmal die Plätschersurfer eingesetzt? Ich glaube ja, doch, ich glaube ja. Als es uns beigebracht haben, dann mal sehen, wie es ist. Ja, ich glaube schon. Geil. Richtig geil. Hat sie irgendwas, Pikachu? Glaube nicht. Da war noch ein Swimmer. Boah. Genau. Thomas! Hey, hey! My boy Thomas. Thomas! Oh lol. Oh lol, ich wollte Donald jetzt eigentlich ein. Oh nein. Oh nein. Freunde, The Legend of Zinnoberinsel. Ihr wisst warum The Legend. Wegen Missing No. Wegen dem Cheat Missing No. Wie krank das war, ne? Einfach alles auf 999. Also das eine, was heißt alles, aber ein Item, ja. Auf 999 klatschen. Auf die Anzahl. Hey, oh mein Gott. Bitte! Pikachu, mach was. Ja, die Lage ist brenzlig. Triff einfach deinen Donnerwitz. Selbe Schuld. Selbe Schuld. Mein Freund, ich hab's dir gesagt. Einfach deinen Donnerwitz treffen. Das hat mir gereicht, du. Dieser Flug. Ja, Jungs, ihr müsst schon treffen. Ihr müsst schon treffen. Sonst kommen wir nicht weiter heute. Sonst kommen wir. Oh mein Gott, GG. War schön, Freunde. War echt Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Nicht dieser. Genau das, dieser Flug. Dieser Floyd ist Kingler.
Hat Mr. Flo auch gerade zu uns geschaut? So ganz seit kurz? Hat den Anschein gehabt. Ich habe mich gerade gewundert, warum hat sich gerade nichts getan. Thomas! Ciao. Ich unterschätze immer so eine Route, ne? Ich meine, es nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Schlimm finde ich es nicht, aber ja. Wie denn? Ha. 3 Säckchen Sternstaub. Genau das verkaufen für Stones. Wir brauchen jeden Stone, Freunde. Wir brauchen jeden Stone. Haben wir einen Stern gefangen? Ja, vorher, ne? Ja. Guck mal, wie es im Wasser bewegt. Schon witzig, ne? Ah, wir singen mal den noch. Ich nehme gerade an den Trendern teil. Ja, schön für dich. Oswald, olle. Gott sei Dank nur ein Pokémon. Wallams, geil. Ja, ich hab wieder nicht. Hey, warte mal. Ich muss mal drauf achten. Oder ich bilde es wahrscheinlich nur ein bei Nacht. Dass jetzt jedes Pokémon zu mir schaut. Bilde ich es mir ein? Ich weiß es. Ups. AP Plus, nur her damit. Okay, Freunde. Ich glaube, jetzt sollten wir aber langsam zur Zinnoberinsel kommen. Links gab es nie. Ah ja, wir sind schon da. Tatsächlich, genau. GG, Freunde. Oh, guck mal. Oh, da will ich gerne rein. Da müssen wir auch rein, sonst nicht. Aber sie haben das geil gemacht, wie das aussieht. Damals einfach so 8-Bit ein Haus. Drin war es riesengroß und jetzt kann man sich schon denken, dass es groß ist drin. Hin und wieder sehe ich, wie Forscher in der Pokémon wieder verschwinden. Ob sie darin etwa Experimente durchführen? Gute Frage. Hier, Freunde, The Legend of Missing No. Hier immer. Ah, hier bei der Seite immer hoch runter, nachdem man gewisse Kriterien gemacht hat. Ihr wisst ja das Ganze. Ah, das erinnert, da wollen wir noch nicht rein. Beziehungsweise können wir, glaube ich, doch gar nicht rein, oder? Die ist verschlossen. Frage, wo befindet sich der Schlüssel zu dieser Arena? Hinweis vielleicht in einem zugewachsenen Gebäude? Ja, wir müssen genau den Schlüssel gleich holen aus der Pokémon-Villa. Geil, das ist... Boah, ich dachte gerade einfach ein Magma. Also, dass wir fahren können. Lol, okay. Hallo, für den Feiern sollte man irgendwas. Ja, hast du irgendwas Neues am Start, my friend? Nö. Danke, ciao. Au. Ob sie das Item X angriff verkaufen? Ja, schau doch mal an. Da ist er doch. Warum schaust du nach? Frag doch kurz. Frage kostet nichts. Vertrau mir. Wir können auch unsere Fossilien jetzt zum Leben bringen. Bin gespannt, wie das gemacht haben, weil. Man hat damals ein Fossil abgegeben, dann haben sie gesagt, komm später wieder, dann musst du kurz raus und wieder rein, dann hat es quasi geklappt. Genau, bis er schon erlernt hat, richtig, mein Kleiner. Gut gelernt. Was macht der? Der schaut irgendwas an. Interessiert dich für den Typ Unlicht? Ja, wenn ja, dann hätte ich den Tausch gegen einen Slimer. Alola Slimer. Ja, okay, warum nicht? Let's go. Ah, wir haben genau einen Slimer zum Tausch anbieten. Let's go. Alola Slimer, Freunde. Alola Slimer finde ich übel geil. Gift Unlicht. Alola Slimer habe ich damals benutzt im Pokémon X, Y gab es doch gar kein Alola Slimer. In Pokémon Sonne, jetzt Pokémon Sonne. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich finde auch Alola Slimer sieht geil aus, guck mal. Der ist schon nett. Geil. Bösbert hat die Slimer zugeschickt. Oh, du bist aber böse, Junge. Warte mal, haben wir Slime? Ich zeig euch mal Alola Slimer jetzt kurz. Ja, soll ich dir kurz ein Ding geben? Was passiert eigentlich, wenn ich Pikachu aus meinem Team raustue?
Einfach nicht der Shit. War ja eigentlich klar oder anzunehmen. Anyway, jetzt habe ich. Habe ich überhaupt einen Sonderbonbon? Ah, Bonbonglas muss ich öffnen. Bidi. Hier. Boah, ich habe sogar 8. Soll es eigentlich entwickeln? Lass zum Alola Slimog ansehen. Sind nämlich auch echt geil. Das ist Alola Slimog. Schaut jetzt, Freunde. Geil. Yeah. Oh! Alter, der Grafik sieht nochmal ganz einen Ticken geiler aus, du. Und das sage ich dir. Gift und Licht. Krank. Oh mein Gott. Oh! Ich Idiot. Auszusehen. Ich wollte den eigentlich kurz mir anschauen. Was er so drauf hat. Hab mich aber vertippt. Ruhig. Ja, ganz nett. Ganz nett auf jeden Fall. Combox. Die Kamera, komm. Komm wieder zurück ins Team, my friends. Hallo, bitte einmal heilen, dankeschön. Ja, bitte, danke. Genau das. Dankeschön. Okay, dann würde ich sagen, wir holen uns erstmal jetzt. Ah, die Lady haben wir uns doch nicht angesehen. Oder noch nicht. Ja. Mit ihr geredet. She's saying that's okay. Na, 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 na. Was, Bidi? Bidi, was hast du gesagt? Bidi? Bidi? Ey, ah, die haben das hier die haben es wahrscheinlich hier getan. Das sieht so aus, als würde die Fossilien direkt direkt für uns, ja, recyceln oder was immer. Willst du dich etwa nur so nach oben sind? Ja, so sehr glücklich, danke schön, Job. Ja, jetzt guck mal. Nochmal was ganz hinten. Ah, doch nicht, okay, das ist nur die Rezeption oder was? Sorry. War dann falsch schon, ja, sorry. Sorry, sorry, sorry. I'm sorry, Miss Jackson. Okay. Wie der Leute bringt mir meine Fossilien zum Leben. Was? Rennen auf den Gang ist verboten. Oh. Alles klar. Alles klar, ich habe nichts gemacht. Legit nichts gemacht. Was geht hier ab? Ich bin bewundert, der kommt und sieht dieses Gerät auf, der ist für mich wie eine Waschmaschine aus. Bitte, der ist aber keiner, ist ein Drucker oder was? Oder was ist das? Ah, ich habe einfach zu viel zu tun. Was ist das? Das war legit. Ich dachte, es wäre ein Drucker. Sag mal, was ist du, Penner? Was sagt? Pfeife aus Bernstein. Krass. Was? Was regst du dich da auf? Was haben wir denn hier? Ein kleines Kind mit einem großen Traum, das sich einbildet, mit uns mit Forsch mithalten zu können. Pah, du kannst doch nicht meine Petrischale von einem Bergens unterscheiden. Was willst du von mir? Komm rüber, Duckern. Verhöhner. Ah, okay, macht Sinn. Warum ragt der so einfach? Der hat uns einfach angeraged. Keiner weiß. Richtig. Warum ragen alle hier so? Jetzt aber. Der da hinten. Du willst auch ragen. Ja, ich schraube jetzt hier ganz durch die Augen. Man sollte echt oft eine Pause einlegen, vorher, wenn man PC ist. Weil die Augen trocknen dann aus.
Einer von den beiden. Hallo, ich bin ein super Wissenschaftler hier. Ich erforsche unheimlich seltene Fossilien. Und machst du etwas selbst? Ja, guck mal hier. Ich schmeiß einen Dom-Fossil. Kabuto, richtig. Ja, sag mal. Muss ich warten oder gibt es eigentlich hier? Oh, aggressiv. Also der macht es direkt sehr schön. Das gefällt mir. Nice! Genau das. Hast du ein Level hat, Kabuto? Was hat es damals gehabt? 30 oder so? Kann das sein? Schauen wir mal. Nice, Kabuto. Kabutops ist richtig geil, finde ich, Freunde. Richtig geil. Kabutops. Gefällt mir auf jeden Fall. 44 direkt entwickeln. Ist aber sofort, das sage ich dir. Dann haben wir auch Kabutops. Kabutops. Unser Pokédex speichert. Wir entwickeln noch Aerodactyl. Oh, leuchtet nicht mein Team. Oh, okay. Wir holen uns noch Aerodactyl, Freunde. Und dann machen wir aber auch für heute gleich Schluss. Denn dann können wir nächstes Mal direkt in der Pokémon-Villa starten. Den Team hinzufügen. Ja. Beutel. Was mache ich gerade? Was suche ich gerade? Ich habe keine Ahnung. Sonderbonbon. Lol, ich habe gerade vergessen, was ich mache. Ich war gerade in diesem Bildschirm und dachte mir, ja, und jetzt? Keiner weiß. Kabuto wollen wir entwickeln. Let's go. Nicht auf B drücken jetzt. Bitte nicht auf B drücken. Ja, jetzt. Die Folge mit Kabuto war auch geil. Da, wo, als es viele Kabuto gab. Kabutops sieht richtig geil aus, schaut mal. Richtig geil. Der sieht echt geil aus, finde ich. Nice. Sehr schön. Ah, da bin ich eine Attacke gelernt. Schlitzer, ja. Let's go. Das machen wir weg. Spezialangriff hoch, Spezialfertigung runter. Oh je. Ah, oh, Sandwirbel, let's go. Sandwirbolino! Gracias. Sehr schön. Und jetzt lass doch Aerodactyl holen. Ja, genau, danke schön. Ja. Altbernstein hier. Aerodactyl, ja. Lass mal jetzt sehen, komm. Yeah. Komm, jetzt hau mal einen raus, mein Freund. Jetzt hau schon mal einen raus. Dankeschön. Aerodactyl ist geil. Aerodactyl ist echt geil. Ja, sehr faszinierend. Vor allem würde ich sagen, wie gesagt, also kurz einen Blick auf Aerodactyl werfen. Tun Pikachu mal kurz ins Team wieder. Aber Aerodactyl finde ich auch ein richtig geiles Pokémon. Forsch. Spezialverlangt Initiative Wunder. Okay, das ist leider nicht gut, aber egal. Ich wollte eher Aerodactyl eh nicht benutzen. Freunde, so viel zum heutigen Part. Wir sind auf der Zinnoberinsel angekommen. Im nächsten Part gehen wir dann direkt zur Pokémon Villa. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.